So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Total War Warhammer 3. Mal wieder einen schönen Run, dieses Mal mit den Zwergen. Bevor wir aber starten, es ist wie immer live Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Für die Leute, die das gemütlich nachträglich gucken wollen, so profitieren alle davon. Also, wir spielen mit den... Mit den Zwergen, man sieht es im Titel natürlich schon, Belegar Eisenhammer Clan Angrund. Warum spielen wir Belegar Eisenhammer Clan Angrund? Die Zwerge haben mit dem Update 5.2, müsste es sein, die Unterstädte gekriegt. Das heißt, sie haben jetzt die Möglichkeit, unter ihren normalen Städten noch das Gebiet ein bisschen zu erweitern und zusätzliche Sachen zu machen. Und ich fand die Idee total cool und dachte mir, wir starten einfach einen kompletten Zwergenrun, wo wir uns das anschauen im Verlauf des Let's Plays. Gut, wie immer gehen wir die Sachen durch. Also, er startet hier. Ist relativ schwierig, also ich finde ihn relativ schwierig, weil wir zahlen 50% mehr Unterhalt für alle Einheiten, bis wir Karak 8 Gipfel zurückerobert haben. Und Karak 8 Gipfel ist irgendwo hier, ne? Das heißt, wir müssen von hier drüben bis hier rüber und das alles einnehmen und gleichzeitig noch die Feinde wegmachen, dementsprechend. Das heißt, da müssen wir hin. Bis dahin ist alles sehr teuer. Wir beginnen mit 4 Vorfahrenhelden von Clan Angrund. Dann einzigartige Gebäudeketten in Karak 8 Gipfel sind verfügbar. Führerschaft plus 10 beim Belagern oder Umkreisen. Attribute, Vorhutaufstellung während Schlacht im Tunnelnetzwerk. Das ist ganz nützlich. Man kann also im Tunnelnetzwerk direkt vor die Gegner hinstehen. Das ist sehr sweet. Und Erlass des Hochkönigs. Das ist ein Item oder ist eine Ressource, die wir brauchen, um im Untergrund die Sachen zu erweitern. Da kommen wir dann später noch dazu. Dann, der Kommandant hat Chance auf Geschossabwehr plus 20%. Die Armee des Kommandanten ist also sehr gut. Das heißt, Distanzkämpfer haben einen Nachteil gegen uns. Wir haben die Fähigkeit hier, dass wir Nahkampfabwehr noch ein bisschen boosten können für ein paar Sekunden. Und Führerschaft plus 10 beim Kampf gegen Grünhäuter, Ogre und Skaven. Das heißt, die Zwerge sind gegen die sehr, sehr tapfer. Wir spielen wie immer auf Legendär. Szenario nehmen wir mal Schwarze Pyramide rein, weil die ist relativ nah. Voll der Groll finde ich blöd, dass die Zwerge uns bekämpfen. Das macht irgendwie auch gar keinen Sinn. Der große Wag lasse ich mal drin, weil einfach die Zwerge der Hauptfeind sind. Die wilde Jagd ist auch nicht schlecht, weil wir theoretisch ja direkt die Waldelfen neben uns haben. Vampirischer Aufstieg lasse ich auch mal drin. Rattenflut lasse ich auch mal drin. Und der Wille des Hasud lasse ich auch mal drin. Und wenn wir halt noch, also je nachdem wie viel wir spielen, machen wir dann einer der Szenarien noch oder halt nicht. Gucken wir mal. Gut. Ich würde sagen, wir legen los. Wie immer, das Ganze auf Legendär, auf sehr schwer und Legendär eingestellt. Also Kampf sehr schwer, das andere Legendär. Und natürlich die Leute, die sich in der letzten Folge eingetragen haben, also bei dem Gruftköniginnen Let's Play, also Gruftkönigin ist tatsächlich eine Sie. Die habe ich in die Liste genommen, wie immer. Wenn ihr für das nächste Let's Play in der Liste sein wollt, dann schreibt Ausrufezeichen Kommandant oder Ausrufezeichen Held. Spielt keine Rolle. Dann nehme ich euch hier in diese Liste auf, dass ihr die Möglichkeit habt, den Helden oder Kommandanten Namen zu übernehmen. Ich ziehe das dann immer. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, ihr werdet es im Verlauf dieses Let's Plays sehen. Und für die nächste Session mit, keine Ahnung, mit Khorne oder mit Slaanesh oder was wir auch immer spielen, mal gucken, seid ihr dann auf der Liste. Kannst du dich dann auch schnell eintragen? Nein, aber die Leute, die live zuschauen, die können sich dann auch eintragen bei der Verlosung mit Ausrufezeichen Held. Ein Teil der Helden geht an Twitch und ein Teil der Helden geht an YouTube, sodass alle ein bisschen bedient sind. Long have I fought and suffered for my people. Ja, so. Wir gehen die Sachen wie immer durch. Also, am Anfang erkläre ich gerne, wie die Fraktion ein bisschen funktioniert. Erobere die Siedlung Karak 8 Gipfel zurück, um seine einzigartigen Wahrzeichengebäude zu profitieren und den Kampagnensieg zu ermöglichen. Dann nutze Clan Angrunds exklusiver Vorfahrenhelden, das sind die hier. Das sind Helden, die wir nur haben mit dieser Fraktion. Dann haben wir besiege feindliche Armeen und Siedlungen, um beglichene Grolle zu verdienen und Vorteile aus dem Zeitalter der Rache zu ziehen. Das ist hier oben. Die Zwerge haben ja seit längerem ein neues Grollsystem, wo wir hier Feinde bekämpfen müssen und hier Grollpunkte sammeln. Also hier sehen wir 197. Und da steigen wir dann in die verschiedenen Stufen
auf, ne? Also da kriegen wir dann Vorteile oder Nachteile, je nachdem. 15 Runden haben wir Zeit, hier möglichst viel Groll zu sammeln. Wenn wir viel Groll gesammelt haben, dann haben wir Vorteile. So, dann haben wir die Unterstützungen. Dadurch kriegen wir, jetzt muss ich kurz gucken, ah nein, das ist nicht das hier. Das schauen wir uns dann gleich an. Eidgold schauen wir uns gleich separat noch an und Tunnelnetzwerke. Denn Zwerge können wie Skaven oder auch Orks oder auch Waldelfen so Tunnelnetzwerke nutzen. Dann können wir zum Beispiel hier rüber springen, also wir gehen eigentlich unter dem Berg dann durch. Eidgold ist dafür da, dass wir bestimmte Gegenstände schmieden können. Das heißt, wenn wir Eidgold sammeln, können wir zum Beispiel Rüstungsteile herstellen für die Helden und die Kommandanten oder auch andere Sachen. Das kommt, das zeige ich dann, wenn wir soweit sind. Und das große Grollbuch sind spezielle Missionen, wo wir dann verschiedene Boni kriegen. Also wir kriegen hier zum Beispiel Grolle, wir haben Netzwerkzugang, also Tunnelnetzwerk. Das müssten auf der Karte die hier sein. Das heißt, wenn wir das abschließen, können wir diese Tunnelnetzwerke nutzen und schnell von A nach B springen. Oder halt eben andere Sachen, die wir freischalten. Wir haben hier mehrere Sachen. Hier kriegen die Eidgold. Hier kriegen die Bergwerkerfähigkeiten. Und so weiter und so fort. Sind aber recht schwierig. Also hier zum Beispiel müssen wir alle Fraktionen wegmachen. Hier müssen wir die Skaven wegmachen. Das Clans Gruré geht ja noch relativ gut. Aber hier oben den Züchterclan. Wenn wir Glück haben, kontrolliert das dann ein anderer Zwerg. Ihr merkt aber schon, da gibt es ein paar coole Sachen dabei. Gut, dann, jetzt muss ich kurz gucken. Habe ich alles erklärt? Fehlt noch was? Ich glaube nicht. So, wir machen zuerst diplomatische Beziehungen mit den Zwergen, weil schwerer Mahlsteine ist dann plus 10 Wachstum. Die Rechnung ist immer die gleiche. Am Anfang Wachstum, Wachstum, Wachstum. Obwohl ich bei der Fraktion eine kleine Ausnahme machen würde, hier geht es auch noch wichtig, also hier ist auch noch wichtig, viel Geld zu haben, weil ja der Unterhalt so wahnsinnig teuer ist von allem. So, der hier, der geht an YouTube. Zwei der Helden gehen an YouTube. Der heißt jetzt Kuche. 1990. So. Entschuldigung, hier rein. Du bist jetzt ein Nahkampfspezialist. Dann der gute Schütze geht an Black. So, und für euch auf Twitch gibt es auch noch zwei. Tragt euch ein. Ausrufezeichen Held. Und weil ich weiß, dass der liebe Kingsley unbedingt mitmachen wollte, aber leider zum Start von einem Let's Play nicht dabei sein kann, trage ich mich mal selber schnell ein. Mit Ausrufezeichen Held. Wir nehmen den Part für ihn. Kann ich das überhaupt? Kann ich mich selber eintragen? Hallo? Danke. Ich kann von meinem eigenen Bot schon erwarten, dass er mich einträgt. So, die Idee ist eben, dass hier YouTube ein bisschen die Möglichkeit hat, Truppen zu übernehmen. Ne? Zack, zack, let's go. Und auch, dass Twitch ein bisschen was kriegt. Das Schöne an Belegar ist ja, dass am Anfang vier Helden zur Verfügung stehen, dann hat jeder was. Warum ich mich übrigens für Kingsley eintrage? Kingsley ist nämlich gerade Eis essen und der hat, bevor ich das Let's Play gestartet hat, der hat sich schon Tage vorher drauf gefreut auf das Let's Play, ist aber leider gerade zum Start nicht da, weil ich noch ein anderes Let's Play im Vorfeld aufgezeichnet habe. Ich weiß, dass der jetzt gerade weg ist, deswegen trage ich mich für ihn ein. Wenn ich selber gewinne, kriegt Kingsley den Namen von einem der beiden hier, ne? Dann hat er trotzdem noch eine Chance dabei zu sein. Roy, dankeschön für 26 Monate. Und eben auf YouTube, Ausrufezeichen Held oder Ausrufezeichen Kommandant in die Kommis schreiben, dann kommt ihr auf die Liste für die nächste Session. So. So, ist zu. Also, ich ziehe den ersten. Das ist Lancer. Lancer Underline TV.
Soll ich das TV drin lassen oder soll ich es rausnehmen, Lenzer? Kannst du entscheiden. Und dann machen wir hier Blechwalze. Blechwalze. Auch mit dem Start. Mach weg! Alles klar, mach ich weg, selbstverständlich. Deswegen frage ich. So, Lenzer mit am Start hier und Blechwalze mit am Start hier. So, ganz kurz für alle. Die Position, die wir haben, ist relativ risky. Wir haben hier unten Sartossa. Sartossa wird recht stark, oder am Anfang ist recht stark, recht schnell vor allem. Hier haben wir die Skaven. Die Skaven müssen sehr schnell weg. Das heißt, mein Ziel ist zuerst mal die Orks wegzumachen, dann möglichst schnell zu drehen und dann die Skaven zu holen, ja? Der Name Blechwalz ist irgendwie cool für einen Kommandanten. Wäre, ja, also für einen Helden auch. Die Helden sind verdammt schwer zu töten, ne? Weil das sind Geister, die sind physisch, also die sind physisch nicht da. Die haben hier 55% physische Schadensresistenz, die sind schwierig zu killen. Gut, so, ich habe genug gelabert, ich will nicht auf in die Schlacht, let's go. Die kämpfen es natürlich selber, um die Einheiten zu zeigen, für die noch nicht viel Erfahrung mit Zwergen haben. Die Units. Ich habe mich auch bei YouTube angemeldet. Falls du mich da auch nochmal siehst, gibst du mir einen Titel und siehst nochmal. Mach ich in der Regel eh. Also wenn ihr könnt euch natürlich auch auf YouTube eintragen und auf Twitch, wenn ihr live dabei seid, das ist erlaubt. Wenn ich euch aber doppelt ziehe, dann gebe ich immer, oder seit neuestem, gebe ich immer einen Titel, statt dass ich nochmal einen Kommandanten ziehe. Weil wir hatten in der Vergangenheit Leute, die hatten bis zu 4 Kommandanten oder 4 Helden. Und das war dann ein bisschen blöd. Ich möchte, dass jeder ein bisschen vertreten ist, jeder ein bisschen die Chance hat. Wer schon dabei ist, der ist dabei, ist gut. Da müssen wir aber nicht groß mehrere Helden und Dings machen. So. Bis neu. Eintragen oder reicht einmal? Ich werde jedes Mal sagen, wenn ihr euch eintragen müsst. Derzeit ist die Liste gerade wieder zu. So. Wir haben hier die normalen Zwerge, die im Schatten stehen und man gar nicht sieht, wie cool die sind. Moment. Hier sind sie. Das sind Zwergenkrieger, Standardeinheiten, sind verdammt laut, wahrscheinlich besoffen. Dann haben wir hier die Hammerträger, die sind relativ gut, weil sie sind rüstungsdurchdringend, auch verdammt laut, auch wahrscheinlich besoffen. Dann, weil die machen so gutes Zwergenbier, ich wäre auch ständig betrunken. Dann die Bergwerker, das sind die richtig Standardeinheiten, die kann man eigentlich überall bauen. Weil die Zwerge haben halt überall Bergwerke, das ist ja logisch. Dann haben wir hier Ranger, sind Distanzkämpfer. Ein bisschen besser als normale Armbrustschützen. Und dann die Geisterchen. Hier ist Black, unser Schütze. Ja, wegen dem Schwarzpulver. Ah. Er hat eine Muskete in der Hand. Dann Lenzer ist unser... Wo hatten wir es? Ist ein Runenmagier. Das heißt, Lenzer, du versorgst uns mit guten Runen. Dann haben wir einmal Kuche, der als Nahkampfspezialist da ist, und Blechwalze. Und die zwei sind sehr tough. Und dann haben wir einmal Belgar. Eisenhammer. Ist auch ein verdammtes Gerät. Sehr, sehr stark. Gut. Wir machen das mal schnell so. Ja, ich will den Hügel möglichst effizient nutzen. Machen das mal schnell so, okay. So. Ich stelle die mal fix hier auf. Die Bogenschützen hier. Die Bergwerker mal schnell dahinter. Nicht, dass jemand auf blöde Gedanken kommt. Der Runenmagier kann hier hin. Ich mache schnell die Nahkämpfer. Also die Geisterlosen mache ich möglichst nah ran. Weil ich meine, guckt euch den Hügel an. Den muss man ja schon nutzen. Ne? Wäre ja blöd, wenn man es nicht machen würde. Wird es dem Plan erklärt, muss man aber nicht schnell nach Karak-8-Gipfel. Doch, du musst theoretisch recht schnell nach Karak-8-Gipfel, aber die Skaven sind, also Ikkit ist einfach viel gefährlicher. Der muss einfach möglichst schnell weg, ansonsten kriegt man wirklich Probleme. Wenn Skaven im Allgemeinen
sind eine wahre Rattenplage. Haha. Wenn du die nicht im Keim erstickst und du lässt die zu lange aufblühen, sich zu lange vermehren, dann kommst du irgendwann in das Problem hinein, dass sie mit extrem heftigem Gerät auf dich zugehen. Wir schicken mal schnell unseren Runenmagier Lenzer nach vorne. Der hat nämlich die Rune von Zorn und Zerstörung. Damit kann man eine Explosion machen. Dann können wir die hier ein bisschen, ne? Er ist in schützender Reichweite. Wir rennen zurück. Genau, und Ikkid ist besonders schlimm, weil der schmeißt die ganze Zeit seine verdammten Atombomben. Deswegen ja. Also wenn ihr Skaven in der Nähe habt, die kann man am Anfang relativ schnell wegmachen. Das ist immer sehr nützlich, wenn die dann weg sind. Tja, im Grunde genommen einfach immer gutes Rattengift kaufen und dann ist das schon die Hälfte der Miete. Ich nehme dich mal schnell in die drei Lenzer, damit du auch ordentlich hier die Runenmagie reinschmeißt. Es sind wie Tyranniden. Ja, ähnlich wie Tyranniden bei Warhammer 40k. Da, guck, Kuche kämpft. Der Ahnenvater. So, da kommt die Armee. Die machen wir schnell, nicht, dass die Reiter um uns drum reiten. Ah, Black, schieß mir mal bitte schnell auf den Chef hier und gib dir selber den. Damit macht er sich 50% mehr rüstungsdurchdringende Geschosse. Also er schießt jetzt hier auf den. Er kann sich aber nicht mehr bewegen. 20 physische Resistenz. Es geht mir aber um den Schaden, den er verursacht. Wenn er mal schießen würde. Aber der Winkel ist eigentlich gut. So, hier, Runenmagie. Jetzt gehen wir rein. Die bleiben mal hier, damit sie die Bogenschützen schützen. Bogenschützen schützen. Da war ein fetter Schlag dabei. Da ist noch ein fetter Schlag dabei. Holy moly. Da ziehen wir dabei einer rein, du. Es sind drei Nationen, die dieses Gebäude einnehmen müssen als Mission, oder? Einmal Urias Fraktion, Skaven und er hier. Karak 8 Gipfel, meinst du? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gibt mehrere. Es ist halt ein umkämpfte Stadt. So, wir haben die Auswahl zwischen Eidgold, das nehme ich normalerweise sehr gerne, anlocken von Ersatzkräften. Das heißt, in der Umgebung hören andere Zwerge von unserem glorreichen Kampf und versammeln sich dann bei uns und wollen dienen. Oder Trink auf den Sieg. Einheitenerfahrung plus 50, Einkommen aus allen Gebäuden 10 und Kontrolle plus 5. Da ihr wisst, dass hohe Kontrolle für hohes Wachstum sorgt, ne? Also niedrige Kontrolle schmälert den Wachstum und hohe Kontrolle steigert den Wachstum, nehmen wir Trinkt auf den Sieg, weil das jetzt dann der Effekt ist für die Provinz. Das heißt, wir nehmen das und wenn wir das hier einnehmen, dann kriegt unsere Provinz hier, also das hier und das da oben, weil das ist eine Provinz, kriegt den Bonus. Deswegen nehmen wir das mit. Für Vengeance! Sehe ich das richtig? Plattnasen, was ist das für ein Name? Naja, von Leuten, die sich viel prügeln vielleicht. So, ich würde sagen, hier machen wir eine Autoschlacht. Ich meine, wir haben es gesehen. Wir nehmen die Zwerge, die Orks als Zwerge so oder so auseinander. Das ist Standard. Niederreißen, ausrauben, plündern und besetzen. Wir besetzen. Ah, schön. Der rechtmäßige König. Eure Verbündeten tief in Karak-Girn
haben von eurer Entschlossenheit während eurer Expansion gehört. Sie sehen in euch den rechtmäßigen König des Achtgipfels und bieten euch ihre Loyalität und Hilfe an, um das immerwährende Reich wieder zu vereinen. Wir könnten Tribut fordern, dann hätten wir mehr Kohle. Wir könnten eine Konföderation machen, dann würden wir ihre Siedlungen kriegen. Die sind irgendwo weit hinten rechts. Also weit hinten rechts, das ist hier oben. Oder diplomatische Beziehungen. Wir konföderieren. Wir nehmen sie mit. Dadurch gehören uns jetzt hier oben Migdal und Karak-Kirn. Ne? Und neuer Kommandant. Ausrufezeichen. Held. Ihr habt die Chance, diesen Kommandanten zu kriegen als Namen. Jetzt muss ich schnell gucken. Ihr kennt mich. Ich nehme immer am Anfang inspirierende Gegenwart. Weil Einheiten Erfahrung pro Runde plus 75 ist einfach super kostbar. Wenn wir da schon in der ersten Runde damit starten, macht das einen riesigen Unterschied. Und ich nehme sehr gerne Marschierer mit. Weil wir dann noch 5% mehr Reichweite haben, zählt erst in der nächsten Folge, erst dann ist es aktiv. Aber damit kommen wir dann wahrscheinlich hier hin. Also ich weiß, dass wir von der Reichweite bis den Sprung bis hierhin machen können. Ob die 5% da noch einen Unterschied machen oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich nehme die 5% immer gerne mit. Gut. Das, was neu ist bei Version 5.2.0... ist dieses große Tor, das wir machen können. Und dann können wir eben hier die Tiefen machen und erhalten unten drunter dann die Siedlung. Dafür brauchen wir sogenannte Erlasse vom Hochkönig. Der Hochkönig muss höchstpersönlich zustimmen, dass es einen Bau gibt. Also, ne, dass es erweitert wird, dass die Tiefen erweitert werden. Und in... wo war das denn? Genau, in Skavenblind... Sarner Grund und Karak 8 Gipfel gibt es einzigartige Gebäude. Also ein weiterer Grund, Skavenblind zu holen, um in den Dings hineinzubauen. So, was wir aber machen ist, wir brauchen ganz dringend Kohle. Das heißt, wir bauen hier eine Försterhütte. Und ihr kennt mich, normalerweise mache ich gerne ein Wachstum. Bei den Zwergen hier mache ich aber eine Ausnahme. Wir brauchen eine Schmiede. Denn wir werden in ein Problem kommen finanziell. Da zum Beispiel gerade die Zwerge von hier. Warum lägt es eigentlich? Es ruckelt ein bisschen, ne? Zwischendurch. Na, müssen wir mal gucken. Für die nächste Folge vielleicht schnell neu starten. Also den Rechner und so. So, also. Der Kommandant heißt Subi. Ich lasse die Zahlen mal weg, ne, die 84. Subi, willkommen. Du bist Kommandant. Kommandantin. Da kümmern wir uns gleich drum. So. Genau, dann wollte ich das noch ausbauen, damit wir hier Armbrustschützen ranholen können. Für 2000. Jetzt wird es finanziell schon eng. Wir schauen mal schnell, was wir diplomatisch machen können. Wir können mit Caracason können wir einen Nichtangriffspakt machen. Mit ihnen können wir auch einen Nichtangriffspakt machen. Das ist sehr schön. Fände ich eigentlich gut. Wir machen mit beiden mal einen Nichtangriffspakt. Magst du mir 5 geben? Liegen auch 10 drin? Vielleicht 6? Okay. 5 für das. Damit haben wir mit den Waldelfen schon mal gute Beziehungen. Die Waldelfen mögen uns nämlich, glaube ich, sonst so oder so nicht wahnsinnig. Kann ich hier noch ein bisschen was... Nein, ist 97 wirklich schon das Höchste? Nett. So. Ah, ich sehe gerade, dass die Cam gar nicht richtig angestellt ist. Moment. Normalerweise immer ein bisschen höher. So, damit haben wir das mal. Handel. Grenzhafen, ja, ist gekauft. Dadurch kriegen wir das Geld rein. Militärisch Zugang finde ich auch okay. 59. 205. Ich falsch gerne immer. Man muss es ja probieren. So, damit haben wir Grenzhafen auch mal auf unserer Seite. Mein allererstes Ziel ist eigentlich einfach mal, ne, hier
die Skaven weg und dann gucken wir mal, wie sich die Karte verändert hat. So, also Zubi, du hast dich noch nicht bewegt. Ich persönlich präferiere eigentlich dazu, hier Steingard zu holen. Die Idee ist nämlich, dass wir möglichst viele Gebiete einnehmen. Ich muss mal schnell gucken. Also, wir haben hier Vampire, ne? Wir haben aber auch hier die Menschen. Die Vampire sind im Krieg mit Wieseland, das heißt, die werden das niemals überleben. Und wenn ich diese Siedlung hätte, könnte ich die Wieseland darbieten für Handel, Nicht-Angriffspakt, vielleicht militärischen Zugang und dann hätten wir schon mal einen diplomatischen Vorteil mit den Menschen. For the wisdom of the layer. Wo ist hier die Grenze? Hier, ne? Komme ich in zwei Zügen hin? Jawohl. Forwards. Sind 8, sind 6, sind 14. Dann wird sich zurückziehen, kann nichts mehr rekrutieren. Wir könnten angreifen. Was haben wir hier? 8. Nee, das ist machbar. Die haben neue Einheiten übrigens. Die Orks haben mit 5.2.0 noch Speerträger gekriegt. Wir holen hier mal zwei Standard-Zwerge ran, damit wir genug Zwerge haben. Ich denke, das dürfen wir packen. Wir haben genug, genug Schild. Handel mit dem Imperium ist immer gut. Yep. Das ist wahr. Hier machen wir einen und einen Zwerger kriegen. Die hier sind rüstungsdurchdringend, die nehmen wir mal mit. Die sind einfach Standard, ne? Uff. So, dann haben wir hier noch die ganzen Sachen. Das reißen wir später ab, um hier Eisen zu machen. Kontrolle, Korruption. Warum haben wir hier Minus? Konföderation minus 4, Schwierigkeit minus 8, gesammeltes Einkommen ist minus 4. Baukosten minus 10 für alle Gebäudehandel. Ich mach mal Kontrolle. Weil mir das hier ein bisschen zu heftig runtergeht. Warum kriegen wir das vielleicht auch irgendwie noch ins Plus? Also wenn die Konföderation weg ist, sind es halt nur noch minus 12. Schwierigkeitsstufe bleibt. Na, wir versuchen mal ein bisschen gegenzusteuern mit Kontrolle, ne? So, gut. Damit hätten wir, glaube ich, den ersten Zug gemacht. Viel mehr können wir nicht machen. Let's go. Zubi, was schläfst du jetzt da im Chat? Warum gibt's da das Relaxo-Schlaf-Emote? Du hast hier nicht zu schlafen, du hast hier meine Truppen anzuführen. Ich bin jetzt Kommandant. Ich lege mich mal hin. So, wir haben bessere Beziehungen mit allen Zwergen. Das bringt uns viele Vorteile. Und zwar bessere Beziehungen mit den Zwergen. Lol. Also, Karang Isor einzunehmen. Wir haben die Armee hier kaputt gemacht. Falls er hier noch einen Kommandanten hat, dann ist es nicht viel. Wir, also die Armeen, die man am Anfang bekämpft, ne, da ist in der Regel nicht viel dabei. Mit denen du am Anfang im Krieg bist, da kann man relativ gut angreifen. So, Black, Geschossstärke plus 3 für Armee des Helden, mehr Munition. Ne, du kannst sie mit Munition ausstatten, wir machen also mehr Geschossschaden. Dann Kuchen, du kriegst Waffenstärke plus 8%, Waffenstärke bei 15 beim Kampf gegen Grünhäute. Wir kämpfen gegen Grünhäute. Wunderbar. Lenzer, dir geben wir... Hier haben wir ein kleines Problem. Auskundschafte, Rüstung härten und Waffenschärfen sind alle drei sehr gut, aber nur einer von denen kann aktiv sein. Das heißt, kann nur Rüstung härten, Waffenschärfen oder Auskundschaften aktiv sein. Rüstung härten gibt mehr Rüstung für die Armee. Waffenschärfen macht sie stärker und Auskundschaften 5% mehr Chance auf magische Gegenstände. Wir gehen aber mit Rüstung härten. Dadurch kriegt die Armee jetzt plus 5 Rüstung. Das heißt, alle haben ein bisschen mehr Rüstung. Sind also sehr viel schwieriger zu killen.
So, und Blechwalze, du kriegst natürlich auch noch Erbfeindschaft. Super. Yes. Und jetzt machen wir den eleganten Sprung hier rüber. Könnten wir auch laufen? Könnten wir, ne? Wir springen. Genau, genau. Okay. Das ist auch ein Problem. Wenn die zu groß werden, kriegen wir ein Problemchen. So, wir reißen hier das ab. Ich will nämlich Eisen bauen, wir brauchen Geld. Ist er im Krieg mit jemandem? Nein. Bevor wir irgendwas angreifen, will ich kurz gucken, mit wem wir verhandeln können, weil wenn die Armee geschwächt ist, dann ist unsere Verhandlung tiefer. Um es kurz zu erklären, wenn ich jetzt eine Schlacht führe, dann verliere ich ja Soldaten. Dadurch sinkt meine militärische Stärke. Das bedeutet, dass ich weniger gut verhandeln kann mit den anderen. Ne? Also hier wird nämlich auch mit reingerechnet, relative Fraktionsstärke 5.6. Das heißt, wir sind relativ stark und er ist gewillt, mit uns nicht Angriffspakt abzuschließen, weil wir stark sind. Bedeutet also, wir machen das am besten alles handelstechnisch, bevor wir in die Schlacht ziehen, um hier möglichst viel Bonus rauszuholen, ne? So. Jetzt haben wir nicht angespackt, auch mit denen. Ich kann dann später hier einfach übers Land laufen, das stört niemanden. Die werden das wahrscheinlich gegen Zartossa eh nicht packen. Weil Zartossa da ein bisschen sehr tough ist. So, Subi, bist du, ne? Sind wir mutig? Greif mir an. Machen wir die weg, bevor sie schlimm werden. Los geht's. Da bin ich mal gespannt, ob du das schaffst, wenn du hier im Chat schläfst. So, wir könnten einen knappen Sieg machen mit Autoschlacht. Das wäre aber langweilig. Ich kämpfe es gerne selber. Okay, das ist eine Kack-Map. Wir könnten uns hier hinten aufstellen. Das ist eine einigermaßen gute Position. Die kann ich wenigstens decken. Also er hat deutlich mehr als wir. Er hat etwa 4 Trupps mehr als wir. Das heißt, er wird uns zwangsläufig umstellen. Deswegen machen wir das, was Zwerge gut können. Wir verschanzen uns hier hinten. Ah, ich habe die Musketenschützen noch nicht gezeigt. Die Zwerge haben hier Musketenschützen. Die haben eine coole Muskete in der Hand. Sind, finde ich, recht stark. Und dann Standard-Armbrustschützen. Wir haben ein Schild ohne Armbrust. Sind auch relativ gut. Ja. Er wird mich schon angreifen, weil er viel, viel mehr hat und er ist vor allem ein dummer Ork. So, Artillerie machen wir mal schnell hier hin. Ich mache mal schnell hier hin. Dann will ich schnell einen Trick anwenden. Ich hoffe, es geht. Ich will hier eine kleine Lücke machen. Ein bisschen nach vorne. Hier ein bisschen nach vorne. Hier ein bisschen nach vorne. Bewegt er sich? Wunderbar. Schön den Pläne aufgehen. So. So, wir machen das so. Ich stelle die... Kurz Strategieerklärung von mir. Alle Distanzkämpfer mal schnell auf Wachmodus, dass die auch richtig schießen. Also, Wachmodus erklärt. Wenn wir hier drauf schießen, also ich gebe den Befehl, dann schießen die Katapulte da drauf. Wenn die jetzt aus der Reichweite rauslaufen, verfolgen die Katapulte nicht mehr die Soldaten. Wegen dem Wachmodus. Wäre der Wachmodus deaktiviert und sie laufen raus, dann würden die Katapulte versuchen nachzurennen. Naja. Rennen. Du bist doof gezeichnet, die Freundin. Kingsley, ich habe extra mich selber in der Verlosung eingetragen.
als du nicht da warst. Das heißt, die zwei Ahnen, da habe ich mich in deinem Namen eingetragen und falls ich die Verlosung gewonnen hätte, hätte ich dich gezuckt. Weil du dich so gefreut hattest auf die Dings, damit du in aller Ruhe mit deiner Freundin ein Eis essen kannst und du trotzdem die Chance hast, hier dabei zu sein. Gezeichnet Nexus. Das heißt, du hattest die Chance, die Ahnenhelden zu ergreifen. Wurde aber jemand anders gezogen. Leider, leider. So, also. Die Musketenschützen stelle ich hier hin. Wenn etwas reinrennt, fängt der Kommandant, also Subi höchstpersönlich, ne? Schlafendes Relaxo. Fängt das ab. Und die Musketenschützen können dann schön drumherum schießen. So. Also, die verteilen sich hier immer ein bisschen. Oh, das sind die Ork-Jungs. Die Ork-Jungs müssen wir angreifen, das sind die stärkeren. Die Goblins sind nicht so stark. Das sind Speere. Das sind auch Speere. Das sind Goblins. Das sind Goblins mit Speeren. Wir beschießen mit den Katapulten mal schnell die Ork-Jungs hier. Ich habe hier kleine Lücken gelassen übrigens, dass die Armbrustschützen, also wenn die Feinde hier angreifen und sie sich hier so ein bisschen an den Ecken versammeln, dass die Armbrustschützen eine Gelegenheit haben, sie zu treffen. Deswegen haben wir hier eine Lücke. Normalerweise, wenn ich nicht so viele Distanzkämpfer habe, dann würde ich die Lücken nicht machen. So. Für mich ganz wichtig, wir erschießen am Anfang mal die Bogenschützen. Und ich versuche mit den Musketenschützen auf den Kommandanten zu gehen. Weniger effizient als mir lieb wäre. Schieß die ab. Hopp, hopp. So, die versuchen uns zu umlaufen, aber das Gebirge oder diese Sternformation hier hinten schützt uns. Musketenschützen auf die Ork-Jungs. Sie versuchen jetzt von der Flanke anzugreifen. Knallt sie ab. Ist ein Magier aber ohne Magie oder was? Ah ne, der hat einen vernichtenden Blick und fiese Stiche. Der scheint nicht viel zu machen, ne? Oh, die Katapulte hatte ich vergessen umzustellen. Die Katapulte sollen hier auf die gehen. Die Zwergenkrieger sind noch ist mein Backup. Geht mal bitte schnell auf die Goblin-Schützen. Also ihr merkt hier, ne, der Kommandant hält die hier in Schach. Währenddessen die im Hintergrund drauf schießen. Die Bogenschützen kommen wieder, ist nicht gut. So, wenn es irgendwo schwächelt, dann kommen die Zweihandkrieger ins Spiel und werden an der Seite dann wieder ein bisschen decken. Kommandant steht da in der Nähe, die schießen meine Musketenschützen nieder. Ah ne, jetzt gehen sie. Okay. Geh auf die da los, bitte. Die fliehen vollständig, die Katapulte bitte hier drauf. So, jetzt können die Armbrustschützen hier drauf schießen und diese Lücke hier mit nutzen, ne? Seht ihr das? Oder halt nicht. Das wäre eigentlich die Idee gewesen. Ich hab's probiert.
Nur wie die abgeknallt werden. Oh. The clans unite! Eben. Lass die Zweihänder das machen hier. Dwarf Warriors! Plow through! Yes, yes! Fire on the foe! Storm! Fight! Thunderers! Strike out! Dwarf Warriors! Decken. Range far! Range fast! They have wronged us! Rich thrower! For the High King! Wait a moment! So, da wird ein Großteil wieder zurückkommen. For the Ancestor Gods! Deswegen stellen wir uns mal schnell so hin. Mit Shift übrigens könnt ihr einen zweiten Befehl geben. Einmal hier hinklicken, Shift gedrückt halten, zweiten Befehl geben, dann laufen sie so die Strecke entlang. Schön, wie die da hier geschossen haben. So, ich denke, wir haben hier kein Problem mehr. Ich kann die Zwerge hier rüberziehen. Es sind keine Spinnenreiter mehr unterwegs. Das heißt, wir werden jetzt als Zwerge anfangen, die Goblins und Orks hier zu umstellen. Und auch da sind noch Spinnenreiter. The clans unite! Right far, right fast! Will do! Slay everything without a beard! Okay, wir lassen den Kommandanten stehen, wir brechen die Armee. Thunderers! So! Obwohl, die Musketenschützen haben hier einen guten Winkel auf ihn. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So. Haben wir's. Ist eine Menschensiedlung. Aber da die Orks da eine Bedrohung sind für uns, müssen die weg. Und die Menschensiedlung können wir dann bei Zeiten, wenn jemand Starkes vom Imperium kommt, können wir die Siedlung abgeben im Tausch für Geld, Handel und nicht angespackt. Sind die Zwerge grundsätzlich komplett OP? Nee, finde ich nicht. Sie sind am Anfang extrem stark, weil fast alle Einheiten gepanzert sind, aber ab dem Zeitpunkt, wo die Feinde rüstungsdurchdringende Angriffe haben, werden sie... ist es... also geht der Vorteil verloren. So, wir haben einen Steinmetz und wir geben das gleiche, was wir auch schon dem anderen gegeben haben, Zubi. Und dann würde ich sagen, das ist mal gut. So, wir machen da nicht mehr viel. Jetzt haben wir hier 4 haben wir hier drin. Schwierig, da haben wir 14 drin. Na. Da haben wir 11 drin. Die 11 müssten wir eigentlich packen. Das heißt, wir versuchen den wegzumachen, versuchen Festung Sol zu holen mit der Armee da drüben, das ist glaube ich gut. Und hier das übliche fast. Genau, zudem, also Zwerge sind auch sehr langsam. Wenn du zum Beispiel Spieler gegen Spieler gehst, haben die Zwerge halt das Problem, dass sie überhaupt nicht mobil sind. Das heißt, sie kommen fast niemand anderem nach. Sie brauchen die Distanzvorteile, ansonsten gehen sie halt unter. So, dann Eisengrube. Barren und Gedöns. Und Hiela will handeln mit mir. Natürlich, nehmen wir mit. Wir nehmen immer alles mit, was wir können an Geld. Handel, klar. Let's go. So. Die Clan-Kaserne ist fertig. Yes.
Und wir gehen hier rein. Let's go. Also wird ein Pyrosieg. Campen selbstverständlich selber. Wir probieren es aus. Ah, hier sind die Ork-Jungs mit Speeren. Guck an, hier, die. Dann haben wir nicht nur Goblins mit Speeren, sondern auch Ork-Jungs mit Speeren. Die sind halt gut gegen große Einheiten. Und die Orks hatten halt Early Game das gleiche Problem, was halt auch Kislev hat, dass man fast nichts gegen Kavallerie und große Einheiten machen konnte. Aber seit sie alle Schwertträger haben in irgendeiner Form, ist halt gut. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Pose da. Oder hier. Hier haben wir einen Turm. Hier haben wir gar keinen Turm. Wir greifen von hier an. Wie lange brauche ich, bis ich oben bin? Hier durch so. Zack, das eingenommen. Ja. Wir greifen hier an. Ah, das können wir nur bedingt, ne? Also, die Bergwerker stellen wir weit vorne auf. Die stellen wir auch schon mal hier auf. Die Standardzwerge, die lassen wir hier dann gleich reinrennen. Die Kommandanten kommen alle hier hin. Weiter nach vorne. Ist ein Magier? Ja, wieder. Aber macht nichts. Zwerge haben eine relativ hohe Magieresistenz. 35 ist sehr viel. Blood, dwarf warriors, for the ancestors. So, das soll alles hier vorne ran. Belagar soll auch mitten rein, bitte. Einfach reinrennen. Zu schwierig soll es nicht sein, Jungs. Versuch mal eine anständige Linie zu bilden. Oh, da kommen schon große. Ich hatte die Hammerträgen. Welche sind gegen groß, ne? Ansturm abwehren gegen groß, ja. Die Armbrustschützen sollen versuchen, die hier zu treffen, bitte. So, Runenmagier, macht mal Rüstung höher für alle in dem Bereich, bitte. Was machst du denn da? Ah, du willst da hoch? Ja, das ist okay. Ja, jetzt. Das ist nicht das, was ich wollte, sorry. Lauf dahin. Ihr versucht bitte hier hoch zu gehen. Schießt du wieder auf die verdammten Trolle. Die Trolle sind nämlich das größte Problem. Aber wir sind gut drin. Die haben wir umstellt. Hier kommen wir gerade schön von der Seite rein. Und hier zünden wir die mal an. Sehr nett. Master Engineer. Ja, sie können einigermaßen reinschießen von hier. Ich habe die Armbrustschützen extra so positioniert, dass sie reinschießen können. Das ist besser gar. Machen wir schnell alle stärker, wenn hier jetzt so viele drinstehen. So, Zwergeninfanterie einmal hier und dann umstellen. Gib denen mal mehr Munition. Oh,
Empire undimmed. We'll guard it. Now is the season of our discontent. Dwarf warriors! It is a reckoning. Very well. Stellt die hier, dass sie beim Versuch der Flucht. Nein, blocken. Wo ist der? Ah, hier. Eine richtig hohe Reichweite, wenn er auf der Mauer steht, ne? Angedockt Belagerungsmauer, 36 mehr Reichweite. Also der Runenmagier soll mal ein bisschen näher kommen. No sonic contraptions here. Zu spät. Versuch ihn zu töten. Wenn der Kommandant stirbt, kriegen sie alle Panik. Einfach drauf schießen. Du hast einen guten Winkel. Vengeance calls! For mountain and home! Voran! Das sind die Ork-Jungs mit Speeren, das sind die neuen von den Orks, ne? Ist ja gut gegen groß. Das haben nämlich die, die Kleinen nicht, ne? Hier steht nichts von gut gegen groß. Sie haben einen leichten Bonus, aber halt nicht, es steht halt einfach nicht dabei. Währenddessen hier halt klar dabei steht gut gegen groß, ne? Ich weiß nicht wie viel. Grundwert 14, und wie viel haben die? 9. Ja, das ist wirklich viel. Greift das an, reißt es ein. Geht ihr mit? Auch mit. Ich lasse die etwas angefragten Zwerge mal zurück. Ich schicke mal schnell alles hier hin und euch lasse ich mal zurück, dass ihr besser regenerieren könnt. Und die Armbrustschützen, die gehen auch mit. Obwohl, die angefragten Zwerge können ja eigentlich hier schnell diese Linie halten. Die Bergwerke lassen wir wirklich ganz hinten, das ist schon okay. Rüstungszustrebend hier. Gut. Das Einzige, was ich bei den Zwergen vermisse, ist halt, ne, die haben noch keine Magie. Also wäre komisch, wenn Zwerge Magie hätten, aber ich vermisse halt Zauberei bei den Zwergen. Das ist schon das Einzige. So, auffüllen. Die werden vorher umdrehen, bevor sie reinrennen, oder? Ja, das werden sie. Pick your targets well. So, wir erleiden sehr, sehr viel Schaden durch die Türme und so. Kann da leider aber sehr wenig machen. Strike out! Let the vengeance begin! Er schießt immer noch auf den, ne? Ist nicht schlecht, Schaden. Wir machen mal ein bisschen schneller. Rein da. Die brauchen Munition. Stärken mal schnell alles. Wir gucken mal kurz, was wir noch übrig haben. Hier hinten an Runen. Wir warten die 19 Sekunden schnell für eine fette Explosion. Wo ist der Turm gebunden eigentlich? Das sehe ich nicht. An welche Ding ist der Turm denn gebunden? An den hier? Okay. Ja, das wird dauern. Außer ich gehe hier durch und dann hoch. Wir haben hier auch eine Mauer, ne? Ja, zwei sogar. Fette Barrikade. Wo ist der Mage?
Understood, Lord. Wir gehen den Weg, weil das ist der schnellere Weg. Weil ich nur eine Blockade kaputt machen müssen hier. Nothing can stop us! Satisfy the grudge! For the ancestor gods! Nothing can stop us! So, wir machen hier mal eine Sprengung, damit wir die Barrikade schneller rauskriegen. Nächstes, was ich schon mal versucht habe, es muss nicht oben stehen, damit sie es haben. Dort oben steht einfach nur die aus CA-Sicht vier wichtigsten Eigenschaften. Ja, habe ich beim letzten Mal schon verstanden. Ja, die haben keine Schilde, das ist ein Problem. Wir nehmen die Bergwerker mal schnell wieder zurück, dass die hier noch weiter rennen. Wir nehmen die Bergwerker nicht zurück, weil da kommt gerade was auf uns zu. So, weiß man den Bums nieder. So, wenn der Kommandant tot ist, könnte es dazu führen, dass die Moral kippt. Ich muss die Verwundeten jetzt trotzdem hier mitnehmen. Weil der hält ja recht viel Moral aufrecht. Schaffen wir bei dem, glaube ich, nicht. Ja, der kommt. Sind wir durch? Ja. Ich penne hier gerade, ne? Bisschen ungünstig, dass die da noch so viel haben. Sprengen die mal. Jetzt kriege ich den einen oder anderen Kommandanten hier schnell durch, damit wir das hier schnell einnehmen können, damit die Barrikade fällt. Wenn wir das nämlich hinkriegen würden, dann könnten wir die ganzen Bogenschützen hier direkt in den Nahkampf verwickeln. Also wir werden es langfristig gewinnen, aber... Lass mal schneller laufen, ansonsten dauert das ewig. Das ist gefährlich hier. Wir geben alle mal schnell mehr Rüstung. Ja, okay, es ist gebrochen. Die Moral, Army los. Let's go. Ja, die Bergwerke haben etwas gelitten. Standard.
Schön. Ein Zauberspruchschild haben wir gekriegt. Natürlich nehme ich es ein, klar. Und dann machen wir auch Kontrolle, weil wir scheinbar überall ein bisschen Probleme mit der Kontrolle haben. Das reißen wir nieder. Das bauen wir aus. Nein. Schwierig. So, Belagar Eisenhammer. Ich will eigentlich mit kleinen, starken Einheiten angreifen können. Wir machen mal Blitzschlag. Das heißt, wir machen Baukosten, machen wir hier mal runter. Ja, das ist eine der besten Sachen. Baukosten runter und dann gehen wir hier durch. Obwohl... Na, wir machen das Abfangen. Und dann machen wir einen noch hier. Ich will möglichst schnell auf Blitz schlagen mit ihm. So, Mr. Black. Einmal Mobilität steigern bitte zum Mitnehmen. Dankeschön. Dann Kuche, du bildest mal die Truppen aus, du schreist Leute an. Wundervoll. Dann Lenza, du wirst jetzt noch... Was haben wir hier noch? Wir machen mal die Zerstörungsmagie noch ein bisschen besser, das ist sicher nicht schlecht. Und Blechwalze, du gehst mal in... mehr Stärke rein. Das heißt, du kriegst die Feindjäger. Du schreist Leute an. Ja, natürlich. Das ist eine taffe Ausbildung. Da werden Leute angeschrien. Ja, ich weiß, dass der Unterhalt erhöht ist. Wir nehmen mal die günstigeren Armbrustschützen. Ich muss jetzt nämlich eine kleine Armee aufbauen, mit der wir dann hier rüber gehen, um die Skaven zu killen. So, wir bewegen uns bis hierhin. Zehn. Rekrutiert er gerade? Es scheint so, ne? Summon me if you dare. Ich habe eigentlich das Bedürfnis, ihn hier anzugreifen und wegzumachen, bevor er zu groß wird. Sagen wir, er rekrutiert noch zwei, dann ist er bei 11. Dann stehen wir immer noch besser da. Ich mag nicht noch mehr rekrutieren, weil wir kostentechnisch ein bisschen... Das ist ein bisschen schwierig. Ja, der ist mit den Waldelfen im Krieg, ist aber mit dem Imperium und Co. verbündet, also Handel meine ich. Time for a reckoning. Nein, das ist zu teuer. Ich meine, nur schon die kosten mich 213 Unterhalt, sind 426 Unterhalt. Wenn die den angreifen und vernichten, dann geht das gut. Okay, da können wir noch ein bisschen Geld rausholen. Hier holen wir safe noch ein bisschen Geld raus. Okay. Also wir werden jetzt hart mit Minus arbeiten müssen am Anfang. Nicht zu verachten, die Armbrüste. Die sind ordentlich. Die Armbrüste sind gut, ja. Okay, Tiela ist tot. Wir haben das Gebäude abgerissen. Das hat uns ein bisschen Geld zurückgegeben. Wir reinvestieren das. Ja, es sind 12 jetzt. Es sind 2 mehr als wir, aber es sind schlechte. Ich will die Wild Orks tot haben, bevor sie uns was tun können. Wenn der eine volle Armee hier zusammenbaut, kriege ich das nicht mehr verteidigt. Deswegen greifen wir den jetzt mit Zubi an. Knapper Sieg, 2 würden draufgehen, wir machen es selber. Und schon ist Sartossa da. Ja, Sartossa war jetzt sehr schnell. Ich glaube, ich werde aber über das Gebiet von Sartossa drüber springen und direkt die Skaven bei Skavenblind angreifen, damit wir die schon mal weg haben. Deswegen bauen wir da die Armee aus. Hui! Okay. Ha, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Was haben wir hier? Was haben wir da? Wo ist die Grenze? Sieht alles schlecht aus.
Wir könnten versuchen, mit dem zu arbeiten. Hier haben wir einen Höhenunterschied. Hier haben wir einen nicht schlechten Höhenunterschied. Das hier oben ist fällige Banane. Ja, das ist, glaube ich, am einfachsten zu verteidigen. Wir müssen uns mal so aufstellen, dass wir alle ein bisschen geschützt sind. Wir machen wieder so einen Zwergenkreis. Dass wir sicher nicht großflächig umstellt werden. Die Wildorg-Reiter sind ein Problem, die haben Infanterieabwehr. Die Pickerschützen werden von unseren Bogenschützen zuerst gekillt. So, die Wildorgs haben ein großes Problem. Und zwar, ihre Rüstung ist null. Die verlassen sich nur auf die physische Resistenz, die sie kriegen durch ihre Kriegsbemalungen. Also durch wilde Magie oder was das auch immer ist. Our fire undimmed. Let's start shooting. Dementsprechend können wir natürlich versuchen, die irgendwie so zu knacken. Reach far, reach fast, dwarf warriors. Quirrellus, tell, plow through. So, wir lassen mal laufen, bis er attackiert. Dann geh mal auf die, vielleicht triffst du die Pickerschützen noch per Zufall. Die gehen nicht hinten rum, sammeln die sich alle hier. Typisch KI. Oh, jetzt habe ich den Vorteil nicht, ne? Weil sie nicht stillstehen. Ja. Ich versuche hier schnell außen rum zu laufen und die hier irgendwie zu catchen. Nein, die gehen sofort zurück. Okay, okay, alles klar. Die rennen einfach durch. Ja, moin. Versuch die direkt in Panik zu. Ich habe leider nichts, was ich da rausnehmen kann. Aber wenn sie genug Schaden kriegen, kriegen sie Panik, dann gehen sie raus. Die Armbrustschützen müssen das jetzt machen. Ja, sehr gut. Da rennen die nächsten drauf zu. Versuch den Kommandanten in den Rücken zu schießen. Wir hängen hier gerade ein bisschen ungünstig fest, weil die verdammten Reiter hier gerade Problem sind. Vengeance! Put an axe in their faces!
Killax! Rage firepower, ready! The clans unite! Pump those dwarven legs! Lass sie mal noch schnell stehen. Lord, yes! Ready to strike! Zurück. Victory will be ours! Quarrelers! Und Kommandanten schießen. Thunderers! Ich weiß nicht, wie die hier durchgebrochen sind, aber krass. Quarrelers! Okay, die drehen. Und sich bereit aufstellen, bitte. Take aim! Wenn er geht, stehen die Chancen gut für uns. Dead. Ready to strike! Go! Jetzt müssen wir gleich gucken, dass wir den, dass wir dich da rauskriegen, Subi. Quarrelers! Rattle! Go! Killax! Pull your axes in range! Range fast! Dwarf Warriors! Shit, ich gleich. Bring death on them! Nothing can stop us! Quarrelers! War of vengeance! Blow out! Oh mein Gott! Wo werden die denn so abgeschlachtet? Oh mein Gott, meine Grollschleuderer. High King! Master the throne! Yes, Lord! Move! Strike out! Charge! War of vengeance! Knappes Ding. Thunderers! Kazoo! Thunderers! Ja! Rage far, rage fast! Nothing can stop us! Thunderers! Move now! Go! Killax! Yes! Ich versuche hier mal schnell ein bisschen runter und die jetzt zu umstellen. Ich meine, ihr Kommandant ist weg, ne? Wir haben es gleich. Aber ich hoffe, dass meine Grauschleuder nicht weg ist. Das wäre super bitter. Take them down! Pick your targets well! Kill them! Da drauf, bitte. Kazook! Drain them! Kill them! Fire bless our aim! Dwarf warriors! Take a name! Killax! Move now! Kill the Oathsplitters! Zah! Ich lasse sie gerne immer wieder mal auf uns zukommen, weil die werden nämlich fliehen. Und unser Ziel ist es, dass wir möglichst viele erwischen. Let the vengeance begin. Fight! Bring the axe! Warriors! They have wronged us. Muni ist alle. Boah, was für eine Schlacht, Subi. Knapp. So, den müssten wir jetzt dann gleich nochmal nachrennen. Jetzt bin ich gespannt, ob die Grollschleuder weg ist. Das wäre sehr, sehr schmerzlich. Ja, es haben sich ein paar durchgesneakt, weil ich da eine Lücke hatte. Oh, es ist alles geblieben. Glück gehabt. Ja, wie machen wir das jetzt? Wir stärken. Ein bisschen Kohle haben wir rausgenommen. Wir stärken den Trupp. Muss ich das? Ich würde es gerne gewinnen ohne verbleibend. Er hat halt immer noch deutlich mehr. Wir gehen auf sicher. 6% schnell auffüllen. Time for a reckoning. One rack.
Wir machen Zubi mal schnell um 1 stärker. Wir rennen hier rein. Kämpfen das selber schnell, damit nichts verloren geht. Die, die sich da durchgesneakt haben, an der Stelle, wo ich die Musketenschützen eigentlich hatte. Das war bitter. Ich muss vielleicht die Lücke ein bisschen größer machen. Also, die Distanz zwischen der Lücke und den Musketenschützen muss ich, glaube ich, erhöhen. Ja, das schaffen wir locker. Ihr seid die Eins. Okay. Wir rennen hier hin. Hier so. 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 Dann machen wir die etwas Schwächeren hier hin. Die hier, die hier. Ich da. Den lassen wir mal schießen. Wir schießen auf den Kommandanten, weil der zählt auch als Führerschaftsbonus. Wir schießen so lange drauf, bis er in die Offensive geht. Arkas, danke schön für den Sub. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. War of Vengeance! Targets, Lord! I, as you command, Quarrelers! We stay put! Das wird wehtun. Das geht, ja. So, wir schießen volle Kanne auf den König. Ja, auf den König. Auf den Anführer, also den Anführertrupp, weil der müsste, glaube ich, eben auch einen Bonus geben. Ja, Kommandant in der Nähe. Der fungiert jetzt wie ein Kommandant, ne, dieser Trupp. Hat auch einen Ring. Wenn er erledigt ist, wenn er flieht, gibt es den gleichen Malus, wie wenn eben, wenn halt ein Kommandant flieht, ne? Schieß da von der Seite rein, schieß die hier von der Seite rein. Du mach mal so. Schieß den mal in die Rücken. In den Rücken. Kommandant kürzlich draufgegangen. Ja, der feindliche Kommandant ist erledigt. Wo kommt der denn her hier? Alter, der schlachtet sich da gerade aber auch einfach durch, ne? Kommt mit. So, wir ziehen die von der Seite noch rein und dann haben wir es. Ich glaube, die Reiter sind eh dead, ne? Ja, passt. Ah ne, da steht einer noch. Gut. Erledigt. Haben wir. Da ein zweites Mal flieht, geht die Armee drauf. Eine Armee kann pro Runde nur ein einziges Mal sich zurückziehen. Kein zweites Mal. So, dieses Mal nehmen wir die zusätzliche Kohle, um hier einen kleinen Vorrat anzuhäufen. Dark clouds gather. A fine day beckons. Ich finde das toll, dass wir die Orks töten. Das ist sehr schön. So, mein Problem ist nur, ich will jetzt nicht über ihr Gebiet laufen.
Hier zu stehen schmerzt aber, weil hier ist die Vampirkorruption relativ hoch. Ein bisschen Schiss, dass er mich noch angreift. Wenn ich hier hochlaufe, greift er mich sicher nicht. Tremble, mortal. There is desperation in your... Yes. By the grim, wenn ich mich verstecke, sieht er mich nicht, aber das macht nicht viel Sinn. Ja, dann laufen die halt schnell über sein Gebiet. Ist jetzt egal, über ihr Gebiet. Ja, unerlaubtes Betreten, minus 10, ist jetzt halt so. Lieber sind die in Sicherheit und gut ist. Er fand das auch toll, dass wir die ganzen Leutchen da weggemacht haben. Also, wenig bewegt. Genau, wie machen wir das jetzt mit Belagar? Das finden wir in der nächsten Folge raus. Ich habe eh schon überzogen für die erste Folge. Like da lassen, Kommentar lassen, wenn ihr so am Let's Play Channel guckt. Vergesst nicht, Ausrufezeichen, Held oder Kommandant, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.